auch sehr innovativ. Man sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Um das Thema Hacking geht es heute bei uns. Seid ihr schon mal gehackt worden und was ist berichtet? Die weniger Netten hätten Sturmhauben getragen und im Gepäck Proviant und sogar die Schuhe abgenommen. Hört Ostseewelle, das gut. Entspannen und ausatmen können. Und ist es nicht noch schöner, wenn wir da... In ihrer vollen Schönheit. Der Bäuer bedeckt sich mit Blättern. Wie war nochmal die Eselsbrücke für das Passwort? Ein Gemüse und eine Zahl? Oder doch ein Sonderzeichen? Verdammt.